das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Seit den Anschlägen von Paris hören wir von den Politikern, lebt euer Leben bloß weiter wie bisher, sonst hätten die Terroristen nur gewonnen. Was aber, wenn die Gefahr so konkret wird, dass die Politik nicht anders kann, als Entscheidungen zu treffen, die eben genau dieses unsere Leben, unsere Gewohnheiten, unseren Alltag von heute auf morgen komplett auf den Kopf stellen. In Belgiens Hauptstadt Brüssel gilt seit gestern die höchste Terrorwarnstufe und sie wird auch morgen noch gelten. Das heißt, Schulen bleiben geschlossen, die U-Bahn fährt nicht, die Menschen sollen zu Hause bleiben. Aus einer gelähmten Stadt berichtet Bettina Scharkus. Terrorwarnstufe 4 Brüssel hält den Atem an. Am Abend startet die Polizei einen Großeinsatz im Zentrum der belgischen Hauptstadt. Die Jagd nach den islamistischen Terroristen, sie geht weiter. Vor allem seinetwegen, Salah Abdeslam soll sich im Großraum Brüssel versteckt halten. Er ist der Bruder eines der Selbstmordattentäter von Paris. Der Verdächtige soll direkt nach den Anschlägen über die Grenze gekommen sein. Die Anwältin, die einen der mutmaßlichen Fluchthelfer vertritt, sagt im belgischen Radio, der Gesuchte hätte auf seiner Flucht wohl die ganze Zeit eine Sprengstoffweste am Körper getragen. Salahs Bruder Mohammed appelliert im Fernsehen eindringlich an den Flüchtigen, sich zu stellen. Er soll uns Antworten geben. Darauf warten wir als seine Familie, aber auch die Familien der Opfer und alle anderen. Sie warten darauf. Wir möchten Salah lieber im Gefängnis sehen als auf dem Friedhof. So eine Ruhe gab es noch nie in der Innenstadt. Hier stehen an normalen Sonntagen zahlreiche Gemüsestände, doch der Markt ist abgesagt, der Platz wie leergefegt. Einige Bars haben geöffnet, auch wenn viele Stühle leer bleiben. Kneipenwirte zeigen sich genervt vom Ausnahmezustand in der Stadt. Wenn man seinen Laden jetzt schließt, spielt man den Terroristen in die Hände. Die wollen doch, dass alle Angst bekommen. Ich weigere mich zu schließen aus politischen, gar nicht aus finanziellen Gründen. Die Metro, das wichtigste Verkehrsmittel der Stadt, sie bleibt am Montag geschlossen. Die Schulen auch. Die belgische Regierung will den Ausnahmezustand morgen erneut überprüfen. Wir tun alles, um so schnell wie möglich zum normalen Leben zurückzukommen. Niemand ist mit dieser Situation zufrieden, wir auch nicht. Normal ist heute nichts in Brüssel, die europäische Metropole im Ausnahmezustand. Tja, und das liegt daran, Bettina Scharkus in Brüssel, dass die Antiterroroperation in der Stadt noch läuft. Was passiert da? Was wissen Sie darüber? Also unser Studio liegt ja auch ganz in der Nähe von diesem Innenstadtviertel, das im Moment massiv abgeriegelt ist und durchsucht wird. Überall haben wir gehört Polizeisirenen, Hubschrauber. Eine Sperre der Polizei soll jetzt wieder aufgehoben worden sein, aber der massive Einsatz ist wohl noch nicht zu Ende. Also ich habe sowas in einer europäischen Großstadt noch nicht erlebt. Überall schwer bewaffnetes Militär und Polizei. Wie konkret jetzt die Spur ist, die die Ermittler hier in der Innenstadt verfolgen, dazu kann ich nicht viel sagen. Es wurde eben sogar eine Art Nachrichtensperre verhängt. Also man bekommt sehr wenig Informationen von der Polizei. Ja, wie geht's weiter? Morgen soll ja hier ein Treffen der EU-Finanzminister der Eurogruppe stattfinden. Das soll es auch wie geplant geben. Allerdings sind andere weniger wichtige Treffen gestrichen. Also die wichtigsten EU-Treffen können wohl stattfinden. Aber auch die Europäische Union kann angesichts dieses Terrors nur eingeschränkt arbeiten hier in der Hauptstadt Europas. Vielen Dank für den Moment, Bettina Scharkus. Sollte es noch Erkenntnisse geben, werden wir wieder zu Ihnen schalten nach Brüssel. Um die Halbinsel Krim, die vor anderthalb Jahren von Russland annektiert wurde, ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Offenbar war auch Moskau bemüht, diesen Teil des Konfliktes mit der Ukraine etwas aus dem internationalen Fokus zu holen. Doch in der vergangenen Nacht kappten zwei Sprengsätze die aus der Ukraine kommenden Stromleitungen, auf die die Krim angewiesen ist. Gut 2 Millionen Menschen standen innerhalb einer Sekunde ohne Energie da. Es gibt noch keine Bekenner für die Sabotage, aber mehrere Gruppen haben bereits seit Wochen den Protest verschärft. Gegen die Krim-Besetzung der Russen, aber auch gegen Kiews Umgang mit der Krim. Golina Atay. Mächtige Strommasten von einer Explosion zu Fall gebracht.
Vermutlich das Werk von Krim-Tataren und ukrainischen Nationalisten. Hier an der Grenze zur Krim protestieren sie seit 2 Monaten gegen Russlands Annexion der Halbinsel. Gestern Abend noch versuchte die ukrainische Polizei, die Aktivisten zu vertreiben. Einige wurden dabei verletzt. Kiew solle den Handel mit der Krim und die Stromzufuhr einstellen, fordert der Anführer der Proteste. Wir können der Ukraine nicht vertrauen, wenn sie so wie hier mit uns umgeht. Wir bleiben hier, bis der Strom aus ist auf der Krim. Die Krim-Blockade begann im September. Lkw voller Lebensmittel wurden zurückgeschickt. Das Ziel der Tataren, die tatarische Minderheit auf der Krim zu unterstützen. Seit der Annexion hat Russland deren Rechte beschnitten. Ukrainische Nationalisten nutzten die Blockade, um Autofahrer auf den Straßen zur Krim zu kontrollieren und zu ängstigen. Die Krim letzte Nacht. Dunkler als sonst. Die Regierung erklärte den Notstand. Dieselgeneratoren versorgen die Krankenhäuser. Die Halbinsel ist größtenteils auf Wasser und Strom aus der Ukraine angewiesen. Der von Russland eingesetzte Regierungschef sprach von einem Terrorakt. Die russischen föderalen Behörden unterstützen uns jetzt. Alle Maßnahmen wurden ergriffen, um mit Notfallreserven, soziale und medizinische Einrichtungen, Sicherheitsdienste, Tankstellen und Kläranlagen zu versorgen. Kiew gestern Nacht. Krim-Tataren und andere Ukrainer protestierten gegen die Unterdrückung ihrer Krim-Blockade. Präsident Poroschenko versprach ihnen, einen neuen Stromvertrag mit der Krim auszuhandeln und über einen Handelsboykott nachzudenken. Nach Deutschland. Die Große Koalition in Berlin sucht weiter nach einer gemeinsamen Linie in der Flüchtlingspolitik. Die Nachrichten mit Jan Hofer. Sowohl SPD-Fraktionschef Oppermann als auch Bundesinnenminister de Maizière sprachen sich für die Einführung von Flüchtlingskontingenten aus. In Abstimmung mit der EU und dem UN-Flüchtlingshilfswerk solle der Bundestag jedes Jahr neu entscheiden, wie viele Schutzsuchende Deutschland aufnehmen könne, so Oppermann im Tagesspiegel am Sonntag. De Maizière sagte der Bild am Sonntag, ein Kontingent bedeute automatisch eine Begrenzung der Anzahl von Flüchtlingen. Die französische Polizei versucht mit Hilfe der Bevölkerung, einen der Selbstmordattentäter zu identifizieren, der sich vor dem Pariser Fußballstadion Stade de France in die Luft gesprengt hatte. Dafür veröffentlichte sie ein Foto des Mannes. Bislang ist erst einer der 3 Stadionattentäter eindeutig identifiziert. Die beiden noch nicht bekannten wurden Anfang Oktober bei der Einreise in Griechenland registriert. Bei den Terroranschlägen in Paris wurden 130 Menschen getötet. Zum Abschluss ihres 3-tägigen Parteitages haben sich die Grünen heute vor allem mit den Themen Wirtschaft und Klimaschutz beschäftigt. Die Delegierten in Halle an der Saale sprachen sich dafür aus, an dem Ziel festzuhalten, bis 2030 Strom vollständig aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Beim Thema Wirtschaft betonte Parteichef Özdemir, die Grünen seien ein verlässlicher Ansprechpartner für Industrie und Handwerk. Argentinien hat heute in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten gewählt. Prognosen zufolge liegt der konservative Bürgermeister von Buenos Aires, Macri, klar vor dem linksgerichteten Regierungskandidaten Scioli. Die amtierende Präsidentin Kirchner durfte nach 2 Amtszeiten nicht erneut kandidieren. Erste offizielle Ergebnisse werden im Laufe der Nacht erwartet. Irgendwie war immer alles gleich. Allenfalls Farbnuancen verändern das Bild. Solange Angela Merkel Deutschland regiert, und das sind heute auf den Tag genau 10 Jahre, tut sie dies mit der immer gleichen stoischen Ruhe. Protestantisch, pflichtbewusst, abwägend, angst- und emotionsfrei. Auf die Frage, wie sie das alles so hinnehmen und wuppen könne, sagte die Kanzlerin mal, wissen Sie, ich bin hier nicht angestellt, um mich aufzuregen. Genau das macht wohl einen Großteil dessen aus, was die Deutschen an Angela Merkel bisher so geschätzt haben. Und deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass die Kanzlerin jetzt, da sie in der Flüchtlingskrise zum ersten Mal sichtbar nach ihrer Überzeugung handelt und dabei auch noch Gefühle zeigt, in der Wählergunst verliert. Michael Stempfle über ein ganzes Merkel-Jahrzehnt und wie das begann. 2005, die Tage vor der Kanzlerschaft. Rot-Grün ist abgewählt, doch Kanzler Schröder kann oder will es nicht glauben. Indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Ein defensives Lächeln, und genau das wird zur Strategie der Kanzlerin, wie man heute weiß. Dass sie Attacken eines politischen Gegners, Kontrahentens,
erst einmal erduldet hat, fast wie bei einer japanischen Kampfsportart, die Energie des Gegners aufgenommen hat, um sie dann später auch gegen den politischen Gegner zu richten. Ihre Kampfeslust bekommen in den folgenden 10 Jahren viele zu spüren. Nahkampf mit der griechischen Regierung. Merkel boxt einen rigorosen Sparkurs durch. Oder auch Showdown mit Putin in der Ukraine-Krise. Die EU-Staaten einigen sich auf harte Sanktionen gegen Russland. Merkel sorgt für den nötigen Teamgeist in der EU. Die deutsche Kanzlerin international verehrt und gefürchtet. Ich wette, wenn Sie eine Umfrage weltweit machen würden, dann würden Sie herausfinden, sie ist eine der international einflussreichsten und angesehensten Regierungschefs. In ihrer Partei wird sie zum Garanten für Wahlsiege, obwohl sie ihr viel abverlangt. Da ist die Abschaffung der Wehrpflicht. Oder der Ausstieg aus der Atomenergie nach Fukushima. Auch in der Flüchtlingskrise überrascht Merkel. Viele meinen gar, jetzt eine neue Kanzlerin zu erleben. Nicht mehr die zögerliche, abwartende, sondern die mutige, emotionale. Merkel tritt in den medialen Ring, um für ihre Politik des freundlichen Gesichts zu kämpfen. Und doch gerät sie in die Defensive, mehr als je zuvor in ihrer 10-jährigen Kanzlerschaft. Immer weniger EU-Partner wie Österreich decken Merkel. Immer mehr Gegenspieler, selbst in den eigenen Reihen, bringen sich in Position. Es heißt, das Urvertrauen in Merkel schwinde. Und die Kanzlerin? Sie greift zu einer alten, ganz bewährten Taktik. Sie lächelt. Und wir kommen zum Sport. Nach dem 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga bleibt der FC Bayern noch einsamer an der Spitze vor Dortmund und Wolfsburg. Überraschend ist allerdings Verfolger Nummer 3, Oskar Gundel. Allerdings, Hertha BSC behauptet sich tatsächlich ganz oben in der Spitzengruppe. Nach dem Sieg gegen Hoffenheim sind die Berliner weiter auf Platz 4. Das ist schon überraschend und beachtlich, denn in der vergangenen Saison steckte Hertha bis zum letzten Schlusspfiff mittendrin im Abstiegskampf. Aber auch wenn die Hertha nach wie vor die Mannschaft der Stunde ist, heißt das nicht automatisch, dass sie ihren Fans auch guten Fußball bietet. Heute gab es dafür aber zumindest eine kleine Mini-Entschuldigung. Und zwar waren es erschwerte klimatische Bedingungen. Es liegt nicht nur am massiven Schneefall, dass in Berlin wenig guter Fußball zu sehen ist. Hertha-Trainer Dardai muss genau hinschauen, um gelungene Szenen zu erkennen. Eine ergibt sich nach diesem Duell zwischen Hoffenheims Kim und Herthas Haraguchi und dem anschließenden Freistoß von Plattenhardt. Der Höhepunkt des Spiels nach 30 Minuten geht nicht im Schneetreiben unter. Zunächst kurze Irritationen drin oder nicht, doch schnell ist klar, dieser Ball, getreten vom Berliner Außenverteidiger, ist klar hinter der Linie. Ich habe versucht, den Ball einfach scharf aufs Tor zu bringen. Natürlich wäre es natürlich noch schöner gewesen, wenn irgendein Mitspieler oder wenn er direkt rein wäre. Natürlich hatten wir da auch ein bisschen Glück, wenn noch ein Hoffenheim-Spieler drankommt mit dem Kopf. Richtig, es ist ein Eigentor. Eugen Polanski, der Unglücksrabe. Der Hoffenheimer gibt dem Ball den entscheidenden Drall. Bitter, es ist Herthas einziger Torschuss im gesamten Spiel. Huub Stevens erlebt sein drittes Spiel als Trainer der Kraichgauer. In der ersten Halbzeit agiert sein Team wie ein Absteiger. Seit der Saison ist es bei uns der Fall, dass wir es nicht auf den Platz kriegen, was wir trainieren. Und dass es immer wieder Ausfälle gibt. Und das darf einfach nicht passieren. Wir müssen einfach mal Eier in der Hose haben und spielen. Aufräumarbeiten zur Halbzeitpause. Die Sicht- und Platzverhältnisse werden besser, auch Hoffenheims Spiel. Die Gäste übernehmen die Initiative, zeigen aber große Abschlussschwächen. Wie so häufig in dieser Saison. Volland ärgert sich über zu viel Rücklage. Später scheitert auch Vargas mit diesem Kopfball. Es ist alles in allem viel zu harmlos. Hoffenheim ist seit 4 Spielen ohne Treffer. Durchhalteparolen. Es geht weiter und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und wir wussten auch, dass wir Schritt für Schritt das hinkriegen müssten. Und darum ist das hier ein Rückschlag, das ist klar. Bis zuletzt versucht es Hoffenheim mit viel Verzweiflung. Berlin rettet mit viel Glück den Vorsprung über die Zeit. Statt eines zweiten Eigentores in diesem Spiel grüßt die Hertha weiterhin vom Qualifikationsplatz zur Champions League. Auf jeden Fall ein schönes Gefühl, besser als unten zu stehen. Aber wichtig ist, dass wir Spiel zu Spiel schauen und jetzt nicht zu viel träumen. Na klar, träumen ja, aber auf dem Boden bleiben. Mit dem Glück des Tüchtigen bleibt Hertha obendran. Für Hoffenheim gewinnt der Abstiegskampf nach diesem Spieltag an Dramatik.
Ja, und im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Ingolstadt im Duell der beiden Aufsteiger gegen Darmstadt durch. Beide Teams hatten sich ja bisher mehr als ordentlich geschlagen in der Belletage des deutschen Fußballs. Und Ingolstadt beeindruckte ganz besonders durch sein überaus effektives Minimalistentum. Bis heute hatten sie insgesamt nur 7 Tore geschossen und heute dann gleich 3 in einem Spiel. Und nicht nur das, es gab zum ersten Mal auch einen Doppeltorschützen beim Gastgeber. Wenn ein Ingolstädter 2 Tore in einem Spiel schießt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Denn das gab es bisher in der Bundesliga noch nie. Moritz Hartmann trifft doppelt und ist damit natürlich der Mann des Spiels. Ja, irgendwie schon, klar. Also Bundesliga-Doppelpack ist, glaube ich, was Besonderes. Gerade wenn es der erste ist und gerade wenn es zum Heimsieg führt. Den Tag werde ich vielleicht nicht vergessen. 60. Minute, 11 Meter für Ingolstadt. Moritz Hartmann verwandelt sicher. Schon gegen Bremen hat er vom Punkt getroffen. Da konnte Trainer Ralf Hasenhüttl noch nicht hinschauen, versteckte sich hinter der Trainerbank. Mittlerweile hat er Vertrauen in die Zielsicherheit seines Stürmers und schaut live zu. Hartmann kann es aber nicht nur aus 11 Metern, auch per Flugkopfball aus 5. Das 3:1 kurz vor Schluss, der Siegtreffer im Duell der Aufsteiger. Seit 2009 ist Hartmann ein Ingolstädter. Der dienstälteste Spieler ist heute der Entscheidende. Ich freue mich natürlich riesig für den Bomber, weil das ist einer, der immer arbeitet für die Truppe und unser Bester im 16er, das muss man ganz klar sagen. Und wenn wir ihn da gut in Stellung bringen, so wie vom dritten Tor, dann ist er derjenige, der am meisten Torgefahr bei uns ausstrahlt. Und ich freue mich riesig, dass er sich jetzt endlich auch mal belohnt hat dafür. Dabei beginnt das Spiel für die Ingolstädter alles andere als gut. Schon in der 9. Minute gehen die Gäste in Führung. Aytaç Zulu, der Darmstädter Kapitän, nutzt die Unordnung der Ingolstädter Defensive, hat seinen Kopf genau dort, wo er hingehört, 0:1. Mit zunehmender Spieldauer übernehmen die Ingolstädter mehr und mehr das Kommando. Freistoß Pascal Groß, Torhüter Martinia reaktionsschnell. Morales und Hartmann behindern sich da gegenseitig. Darmstadts Trainer Dirk Schuster mit skeptischem Blick und das nicht umsonst. Denn Ingolstadt ist nach der Pause die bessere Mannschaft. Und Robert Bauer belohnt das und sich mit diesem Traumtor. Das ist der Anfang vom Ende aller Hoffnungen für Darmstadt. 2 Minuten später der verwandelte Elfmeter von Hartmann, Doppelschlag von Ingolstadt und der Rest ist bekannt. Ich glaube, dass wir vom ersten Spieltag immer nur nach unten geschaut haben und dass es für uns nur darum geht, die Klasse zu halten und Mannschaften zu finden, die im Endeffekt hinter uns bleiben. Und jetzt nach 4 Spielen, wie Sie sagen, ohne Sieg, mit einem einzigen Punktgewinn, eine Krise herbeireden zu wollen, so weit gehe ich nicht mit. 3 Treffer in einem Spiel, sowas gab es in Ingolstadt noch nie. Es war ein richtiges Torfestival heute. Ja, heute haben wir die Zuschauer ein bisschen verwöhnt. Da vorne in Heimspielen war es immer sehr mau mit der Torausbeute. Heute gegen den direkten Konkurrenten natürlich doppelt wichtig. Höchster Bundesligasieg. Der erste Doppeltorschütze. Für Aufsteiger Ingolstadt ist es ein historischer Fußballabend. Und so sieht sie aus, die Tabelle nach dem 13. Spieltag. Die Bayern bleiben selbstverständlich Spitzenreiter, jetzt mit 8 Punkten Vorsprung auf Verfolger Dortmund. Wolfsburg Dritter vor Berlin, Mönchengladbach, Leverkusen und Schalke. Ingolstadt auf Rang 8. Chapeau. Die zweite Hälfte beginnt mit Hamburg, dahinter Mainz, Frankfurt und Darmstadt, Stuttgart auf dem Relegationsplatz vor Augsburg und Schlusslicht Hoffenheim. Ja, und jetzt, wo es bei uns endlich mal ein bisschen kälter geworden ist, macht es doch auch gleich viel mehr Spaß, einen Blick auf den Wintersport zu werfen. Erst recht zu den deutschen Skispringern. Gestern feierte die deutsche Mannschaft Platz 1 im Teamwettbewerb und heute ging es im Einzel erfolgreich weiter. Platz 3 beim Weltcup-Auftakt der Skispringer für Severin Freund. Im sächsischen Klingenthal flog der Weltcup-Gesamtsieger der vergangenen Saison bereits im ersten Durchgang auf Platz 3. Mit seinem zweiten Sprung verdrängte er Teamkollege Richard Freitag auf Rang 4. Der überragende Springer war Daniel André Tande aus Norwegen. Er gewann seinen ersten Weltcup der Karriere vor dem Slowen Peter Briots und Severin Freund. Ja, wo wir schon beim Wintersport sind, fällt der Übergang zum Wetter nicht schwer, Claudia Kleinert, denn das bleibt auch winterlich, richtig?
Ja, Karin, es hat heute zum Teil auch im Flachland richtig viel Schnee gegeben. So beispielsweise ja auch Hamburg und Schleswig-Holstein. Also nicht die Küstenregionen, sondern so wirklich in der Mitte. Und das war ein ganz schön biestiges Tief, das auch im Moment noch aktuell unterwegs ist. Sie sehen hier auf dem Radar, dass es immer noch Schnee, der fällt. Und auch Schneeschauer im Süden. Wirklich nur so direkt am Rhein fällt das Ganze als Schneeregen. Ansonsten Glättegefahr, durchgefrierende Nässe und durch den Schnee. Fahren Sie ganz vorsichtig, wenn Sie heute Nacht oder morgen früh unterwegs sind. Am Vormittag noch ein paar Schauer, vor allem Schnee. Schneeregen wird das in erster Linie so Richtung Neckar, Rhein und Tauber sein. Von Nordwesten her gibt es schon richtig viel Sonne. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann die letzten Schauer nach Südosten ab. Am Abend dürfte das Ganze durch sein. Und im Laufe des Tages scheint schon verbreitet die Sonne bei, aber frischen 2 bis gerade mal 7 Grad. Die nächsten Tage neues Tief aus Nordwesten. Das bringt Schneeregen, später dann Regen am Dienstag im Osten und Süden trocken und sonnig. Und am Mittwoch dann überall wieder nass. Und das in Form von Schneeschauern und Schneeregenschauern. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und das war's von uns hier im Ersten. Halten wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden über die Entwicklung in Brüssel. Jetzt gibt's erstmal Max Mohr und Titel, Thesen, Temperamente. Und die nächsten Tagesthemen gibt's morgen dann wieder, dann mit Pina Atalay. Ihnen eine gute Woche.